Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Transportfieber Projekt Dreifußland. Daimler Decksitzwagen. Wo haben wir es denn hier? Hier in Horbuch war das genau. Die Horbuch-Linie hatte. Die Museumslinie hatte jeweils zwei. Straßenfahrzeuge. Deckselwagen 1, 2. Linie zuweisen. Horbuch L1 Museumslinie. Dann hatte ich das jetzt hiermit auch schon wieder getan. Das ist aber auch ein sehr spezieller Ort hier, ne? Den abzufahren ist, glaube ich, schon wieder ein bisschen was anderes. Und zwar heute machen wir, wie bereits angekündigt, mehr oder weniger. Ich weiß nur noch nicht, wo wir das hin transportieren. Ob wir das direkt nach Streit transportieren oder per neuer Linie so gesehen zurück und erstmal die anderen hier pushen. Das ist halt die Frage. Aber wir kümmern uns erstmal hier um den Schiffverkehr. Flugzeug können wir zwar mittlerweile auch schon, aber machen wir noch nicht. So, ach du heilige Scheiße. Ist aber auch nicht gerade klein, das Ganze. So, das passt. 100.000 auch noch, okay. Die Verbindung sollte stehen. Oder? Ist es verbunden oder nicht? Okay, das ist verbunden, das ist schon mal gut. Und dann nehmen wir auch direkt das, was hier drüben ist. Ist halt echt die Frage. Ich glaube, ich würde schon fast sagen, dass wir dann Streit beliefern, was einfach ein kürzerer Weg ist. Und die anderen kümmern wir uns dann ein andermal, aber später. Ein andermal eher. Es reicht ein Terminal. So, dann. Um die ganzen anderen Wege kümmern wir uns dann ein anderes Mal. Also um die ganzen. Huch, oh Gott. Um die ganzen anderen Wege aller Verbindungen zwischen den einzelnen Strecken. Das machen wir in der nächsten Folge. Aber das war einfach hier schon mal in dieser Folge so ein bisschen. Bisschen hier, was das betrifft, mal ein bisschen was in Gang bekommen. Wäre natürlich gut zu wissen, wo die Einkaufsmöglichkeiten hier sind. Genau wissen, wo wir es denn hin transportieren. Bum, bum, bum. Dann natürlich über Bus und so. Einfach über eine normale Bushaltestelle, würde ich sagen. Die kann man ja auch dafür nutzen. So, und dann einmal hier. Da die Frage, wie groß der Umschlagplatz wird. Ja, weiter können wir es immer noch. So, dann wollen wir mal. Dann können wir mal so um die Schiffe, beziehungsweise erstmal eine Linie. Neue Linie von hier nach dort. Das ist dann. Oh Gott. Das ist nochmal das Endprodukt. Okay, wir nehmen jetzt einfach mal Getreide slash Vieh Schiffsroute 1. Hier machen wir Vollladen einer Fracht. Hier machen wir. Ah, ne, nicht nur einer. Hier machen wir Vollladen jeder Fracht, dass wir mal voll sind. Und hier nur entladen. Perfekt. Dann machen wir noch die andere Linie.
Eine neue Linie und das war jetzt Lebensmittel. Vollladen einer Fracht, das ist dann ja nur das. Und dann hier entladen, dann haben wir das auch. Lebensmittelstreitroute 1. Okay, das klingt, als ob es klingt fast nach einem Lebensmittelstreit, aber gut. Bevor ich es auch wieder vergesse, das später zu sagen, weil irgendwie vergesse ich das gerne mal. Wenn ihr was sehen wollt, wenn ihr Tipps und Tricks habt und was auch immer, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Bin ich immer sehr dankbar darüber. Das ist ja aber schon hier ein bisschen, ne? Teuer, was das betrifft. So. Straßenfahrzeuge kaufen. Dann Güter haben wir jetzt bisher. Oh Gott, dieses Sortieren, dieses Nicht-Sortieren ist echt triggernd. Konfiguration, nur Lebensmittel. Kaufen wir mal 5 Stück davon. Können wir erstmal behalten, so was das betrifft. Dann ist halt jetzt die Frage. Man sieht nicht, wie weit die Strecke ist, kann das sein? Also irgendwie, das ist auch nur so eine Sache, die mir hier immer gefehlt hat. Dass man halt nicht weiß, was für eine Strecke das ist. Schiffe kaufen für Güter. Da haben wir den Vandal. Ach nö, haben wir gar nicht. Wir müssen ja das nehmen. Das ist ja nur für Öl. Okay. Dann nehmen wir halt das hier. Dann wissen wir schon mal, was, ne? Öl und so. Einmal da kommt Getreide hin und hier kommt Vieh hin. Davon brauchen wir dann. Eins, zwei, drei. Wir fangen einfach mal mit 3 an. Weisen die mal diese Linie zu. Wollen wir mal hoffen, dass es das funktioniert. Dass es funktioniert allgemein. Ne, war ja. Ja, mein, das geht ja auch. Doch noch so. Zack. Sieht für mich ehrlich gesagt weniger wie ein Frachtschiff aus, sondern mehr für mehr als ne? Mehr so als Dings aus, mehr als Personenfahrzeug, Schiff, Dings aus. Fahrzeugschiff, ja. Das ist halt die Frage, ob er jetzt transportiert wird oder nicht. Die haben wir schon was im Lager. Prinzipiell gesehen sollte das Ding auch dort ankommen. Beschleunigen wir das Ganze mal. Perfekt. So, wenn wir 150, über 150 dort haben, dann können wir auch wieder was Neues hinzufügen. Wir können uns in der Zwischenzeit schon mal umschauen. Wofür braucht man, also der Treibstoff ist ja auch ein Gut, ne? Wenn wir jetzt, das ist ja entweder das oder das Kunststoff. Wir könnten prinzipiell, die nehmen ja auch Treibstoff an. Das heißt, wir könnten prinzipiell gesehen die anderen Schiffe auch losschicken, so gesehen. Also die Binnenschiffe, die Ölbinnenschiffe, die Treibstoffbinnenschiffe und so weiter. Dass die halt von hier nach dort pendeln und danach, dass die dann Öl und Treibstoff weiterliefern, dass die das hier abliefern.
dass dann hier Öl weiterverarbeitet wird zu Kunststoff und dass Treibstoff und Kunststoff dann beispielsweise nach Aitrach. Ist das Aitrach oder Altrach? Es ist Aitrach, dass das nach Aitrach geliefert wird. Wobei Kunststoff brauchen. Wofür braucht man denn nochmal Kunststoff? Ach, Kunststoff war ja wieder eine. Oder war Kunststoff ein Weiterverarbeitungsmittel? Jetzt bin ich verwirrt. Ah, Kunststoff wird weiterverarbeitet mit Brettern zu Stahl. Oh, schicke ein Schiff auf die erste Linie. Perfekt. Da haben wir noch ein weiteres Achievement. Hervorragend. Okay. Dann machen wir es vielleicht doch noch nicht. Das ist auch Kunststoff oder Eisen. Oder Bretter, weil dann zu arbeiten zu Dings. Zu Waren. Bretter könnten wir aber auch machen hier in der Nähe, glaube ich. Oder? Nee, der meint. Aber Bretter könnten wir hinliefern, das könnten wir machen. Das erste Schiff mehr oder weniger full. Haben wir Produktion, die Produktion ist angelaufen, sehr schön. Wir warten zwar noch nichts, die Schiffe, die müssen jetzt erstmal so ein bisschen warten, aber das Ganze wird ja anlaufen, das ist ja gar kein Problem. Das ist die Frage, ist hier schon, da ist noch nichts im Lager, okay, das heißt, wir warten, bis das erste Schiff angelegt hat. Okay, Bretter, Bretter, Bretter. Wir hätten hier irgendwo in der Nähe, glaube ich, eine Bretterprodukt. Ah, nee, ich verwechsel immer, obwohl doch, nee. Ich verwechsel immer diese Bretter mit Dings. Wir könnten aber ein Schiff von hier nach dort schicken. Das dann wieder von hier. Jetzt muss ich überlegen, Moment. Wollten wir das machen? Ja. Ist dann hier irgendwo noch näher was? Ja, hier gibt's, wer ist das dann, ja, ne? Ja. Das könnten wir prinzipiell dann auch machen. Dass wir die Bretter dort oben transportieren mit einer Linie, dann transportieren wir die Bretter hier hin. Und bei der anderen Linie das nach da. Und dann nach, nee. Das, also das Öl wird hier hin geliefert. Dann wird es nach dort geliefert, dann nach dort. Und dann geht das halt wieder zurück. Das könnten wir auch machen. Wobei, dann müssen wir müssten dann halt von hier aus nach dort und dort sind, reicht nur ein Schiff dann, ne? Also ist halt nur so ein kleines Ding. Oder wir machen es per Straße, das geht natürlich auch. Das klingt auch nach einem guten Plan. Dann machen wir das schon mal. Bereiten wir es mir schon mal vor. Wir sind schon bei 10 Millionen und wir sind. Okay, jetzt haben wir haben es extrem beschleunigt. Oder extrem beschleunigt. Dann haben wir das. Dann wird das hierhin geliefert. Das wird dann auch wieder hierhin geliefert. Ach Quatsch, das wird hierhin geliefert. So. Dann haben wir das und dann wird das ja wieder zurückgegangen. Also dann wird das wieder zurückgegangen. Alter, what the fuck? Wir brauchen dann auf alle Fälle hier nochmal ein Schiff. Ja, bla bla bla. Also wir machen erstmal die Öllinie. Öl wird von dort aus hierhin geliefert. Dann wird der Treibstoff von dort aus hierhin geliefert.
Und dann geht das wieder zurück. Gib mir auf den Keks. Öl. Nehmen wir es gleich erstmal. Lassen wir es erstmal dabei. So, Ölquelle. Ich muss auch alles umbenennen. So, wir haben hier die Ölquelle. Das wird jetzt mal verarbeitet zu. Zu Treibstoff und so weiter. Zu Treibstoff und Öl. Nee, was war das nochmal? Doch, Öl. Treibstoff / Öl Schiff. So, das heißt, hier wird einmal Vollladen einer Fracht gemacht. Dann wird das ist Lade, wenn vorhanden und so weiter, blablabla. Und er wird dann komplett entladen. Nur entladen. Wunderbar. Wenn wir das dann hier sowieso schon haben, dann würde ich sagen, machen wir auch direkt von hier nach Dortmund Schifffahrt. So, das heißt, wir bräuchten jetzt nochmal hier oben Schifffahrt für Holz. Wir machen jetzt hier die Holzlinie oder die Bretterlinie, besser gesagt. Es muss dann geliefert werden hierhin. Bretter Schiff. Werde ich auch alles nochmal hier anfassen und umbenennen. Hier Bretter Schiff, wo haben wir es da? Hier soll Vorladen einer Fracht. Hier auch Vorladen einer Fracht. Oder Vorladen jeder. Ne, Vorladen. Vollladen. Och, geht mir nicht auf den Sack, ich weiß das. Obwohl, nee, das ist. Das muss ja voll. End und B. B und Entladen werden. Das muss voll entladen werden. So, zack. Und dann noch halt diese kleine. Kleine Kunststoffroute. Halt die Frage, ob das mit abtransportiert wird oder nicht, diese Waren. Die Waren-Sache. Nennen wir es erstmal Kunststoff-Schiff. Lebensmittelstreitroute 1. Oder müssen wir ja. Muss immer was abtransportiert werden, fällt mir gerade auf. Okay, das haben wir jetzt auch. Dann verbinden wir. Oh Gott, dann verbinden wir hier Öl. Damit. Fangen wir einfach oben an, das ist einfacher. So. Verbunden oder nicht verbunden. Selbstverständlich nicht verbunden. Das ist jetzt belastend. Die Frage ist halt, kann man das machen? Dass das so gesehen hier dann hintransportiert wird?
und dort wartet und das dann halt von dort aus auch abgerufen wird oder nicht. Das ist halt jetzt die Frage. So, verbinden wir das hier mit dem. Brauchen wir wahrscheinlich. Das reicht wahrscheinlich auch nicht aus. Okay. Doch die Reichweite passt. Die oben passt hier noch nicht. So, dann haben wir das mit Öl haben wir. Dann brauchen wir hier eine Verbindung. Die Verbindung wird auch sitzen. Dann machen wir hier die Verbindung. Die wird nicht sitzen. Check. Hier brauchen wir die Verbindung. Die passt. Und das war's prinzipiell. Die einzige Frage, hoch, die sich stellt, gesehen davon, dass es einfach viel zu langsam ist. Aber sollen die selbst ausbauen? Okay, es gibt mittlerweile schon nicht mehr das Dingens. Transportieren wir das nach Altrach oder nach Streit? Ich würde ja sagen nach Altrach, oder? Pushen wir Altrach so ein bisschen, haben die auch schon ein bisschen Dings. Verbindung ist da. Potenziell zumindest. Also gut, die eine Verbindung ist da, klar. Es wird hier auch wieder was abtransportiert. Hervorragend. Streit hat 9. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. So, jetzt bräuchten wir einmal die, die Holzroute. Güter. Eine Verflugung aus meinem Schiff, ne? So, einmal. Ach, drauf geschissen, wir machen einfach automatisch. 1, 2, 3. Wir fangen erstmal mit 3 an. Mal gucken, ob das nochmal mehr gemacht werden muss. Bretterschiff. Mal gucken, ob das funktioniert. So, Bretterschiff. Dann brauchen wir... Das wollte ich nicht. Dann bräuchten wir noch... Ich wollte das immer noch nicht. Dann bräuchten wir von der Vandal... einmal roh. Ah ne, es muss ja alles mitgenommen werden. Nevermind. Oder? Ja. Automatisch. Und noch eins. Die zwei sollten, denke ich, erstmal reichen. Dabei dann können wir sie immer noch. Treibstoff. Ölschiff. Und dann bräuchten wir noch eins, das Moment, das war entweder oder, naja, aber das Schiff braucht dann halt nur Kunststoff. Ah, Kunststoff. Nehmen wir mal einfach Kunststoff und Waren. Einfach mal gucken, ob das funktioniert oder nicht. Kunststoffschiff. Dann könnten wir... Ist halt die Frage, ob die Waren auch mitgenommen werden, ne? Also wenn die Waren nicht mitgenommen werden, dann, ist das natürlich irrelevant. Also dann müssen wir vielleicht hier die Verbindung... Ich belasse das dabei und mache die Verbindung mit,
Schicken wir es mal ins Depot. Dann liefern wir die Waren über Straße dahin. Machen wir eine Verbindung der Landstraße. Machen wir mal mittelspurig. So, noch eine Tram. Typ T1. Da wartet aber jede Menge. Okay, sieht zwar ein bisschen mehr aus, als es endlich ist, aber schon nicht schlecht. Okay, dadurch kriegen wir natürlich jetzt auch wieder ordentlich Geld rein, ne? Also das, klar, mit den Brettern noch nicht. Metalbrunnen 1,25 Millionen, holy shit. Das ist aber auch das geht hier aber auch ordentlich ab hier, ne? Es geht so ab, dass man hier schon wieder was zerstören muss, wenn man hier weitermachen will. Scheiße. Egal. Wir haben hier 100 Geld. So, Bretter hier, Bretter hier, Bretter da. War das schon mal ein Schiff gewesen überhaupt? Wo sind denn noch auf dem Weg hin? Ist noch auf dem Weg denn? Okay, das heißt, wir müssen prinzipiell warten. Die Frage. Okay, wir erweitern das einfach. Damit wir da eine Verbindung haben. Geht ja nicht anders. Ich meine, vorbei kommen wir ja, glaube ich, immer noch, oder? Gerade so. Also prinzipiell, vielleicht müssen wir es ja gar. Also vielleicht würden wir es auch über Dings machen, aber. Es wäre prinzipiell möglich. Abreißen ist mittlerweile. Oh. So, die Connection ist da. Die ist nicht da. Die wäre es mit dem Dreier da. Dann nehmen wir das Dreier-Ding. Okay, das zweite Ding war auch ausreichend. Jetzt bin ich verwirrt. So, das einzige Ding oder was? Ich bin verwirrt. Wir müssen abwarten, was passiert. Okay, das ist Treibstofföl. Das wendet er erstmal geschmeidig. Wir warten. Ein bisschen wartet hier, aber das kriegen wir mit einem Schiff alles locker flockig weg. Ist jetzt halt die Frage, wie war die Linie eingestellt? Vollladen einer Fracht. Mal gucken. Ach du heilige Scheiße, wie war die 105 wartet jetzt hier? Oha. Oha. Hier warte jetzt doch ein bisschen, ne? Also, wenn er zu viel wird, dann erweitern wir auch nochmal den Abtransport von Lebensmitteln nach Eitrach und rüber nach Großkrotzenberg. Erreiche eine Industrie mindestens 400 Einheiten in Produktion. Holy shit. Heftig. Heftig. Oh, Linie zuweisen. Ah ne, ich wollte hier die Waren wegmachen. Nur Kunststoff, Linie zuweisen. Kunststoffschiff. Ach ja, dann müssten wir nochmal hier ein Dings hinpacken.
Und eine neue Linie. Hier. Nebengleis. Warum ist denn das Nebengleis? Ach Mist, da habe ich noch keinen Punkt gesetzt. Hör mal auf. Das ist Einkaufsmöglichkeiten, das heißt, wir setzen den Punkt hier hin. Letzter Spot ist hier. Vollladen einer Fracht, entladen. Waren. Waren. Eintrachtstraße. Ganzen. Wie wir das benennen, die ganzen Linien, da müssen wir uns nochmal Gedanken drüber machen. Ich mache jetzt einfach auch mal schon mal hier eine Connection. Das wir das für später haben. Oder auch schon für jetzt. Dann nehme ich das hier auch, falls wir das hier abtransportieren wollen. Genau, dann kann man nämlich die Straßenverbindung hier machen. Kann man nämlich Straßenfahrzeuge kaufen. Güter. Oh, ich weiß nicht, was ich machen wollte. Scheiße, bevor ich jetzt vergesse, bevor es verkauft wird, verwirrt. Hier ist doch Straßenfahrzeug. Trams kaufen, Typ 1. Nehmen wir einfach mal nur eine. Und weisen die der Museumslinie zu. Oha. Was haben wir denn hier noch so Schönes bekommen? Die AE. Und ich glaube, die Flying Scotsman. Ach du heilige Scheiße. Boah, ne, ich würde mal sagen, hier, Straßenfahrzeuge kaufen. Güter nehmen wir den Benz automatisch. Lebensmittel kaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, weil es einfach so eine lange Strecke ist. Und dann machen wir eine neue Linie. Nehmen wir sie nämlich Lebensmittel Eitrach. Zack, Lebensmittel Eitrach Straße. Vollladen einer Fracht, entladen einer Fracht, zack, und Linie zuweisen. Lebensmittel Eitrach. Wenn es mal auch abtransportiert wird. Das wird alles hier. Das geht aber jetzt aber richtig flott voran hier gerade. Das sind halt alle für die andere Lebensmittelroute, wenn man drauf. Da gibt es hier einen Stau. Straßenfahrzeuge kaufen, nochmal Benz, Lebensmittel 1, 2, 3, 4,
Und leisen der die Streitlinie zu. Wie sieht's denn bei Streit aus? Okay, die können immer noch. Wir haben noch Kapazität. Okay, perfekt. Bis jetzt war erstmal ein Stau. Da werden schon Container gestapelt, so viel. Liegt hier. Das sind Terminals. 1 und 2 Terminal, okay, perfekt. Okay, die Industrie wird auch lang noch größer. Holy shit. Was hier wieder abgeht, okay. Ja, hier, ne? 50 und 50. Das heißt, wir bräuchten da 3 Schiffe noch zusätzlich. Verkaufen. Güter. Vieh und Getreide. 1, 2, 3. Lebensmittel, Getreide, Vieh, Route. So, zack. Was machen denn jetzt eigentlich gerade die Schiffsrouten? Bretterschiffe bringt nichts ein. Getreide bringt ordentlich was ein. Treibstoffe bringt auch ordentlich was ein. Also, ja, wir schwimmen in Geld, man sieht's. So viel können wir gar nicht abtransportieren. Die Frage, die sich mir stellt: Hier wurde noch nichts transportiert. Ach, produziert. Wurde hier denn was produziert? Da ist was im Lager. Potenzial, das, okay, da wird jetzt produziert. Da ist an der Linie was kaputt. Eigentlich nicht. Ah. Da warte jetzt auch wieder was. Warum hier so viel im Lager und warum ist es nicht da? Verstehe ich jetzt nicht. Kümmern wir uns mal um die Bretter. Und um das Holz. Schade, dass es nicht irgendwie sowas wie ein Lager hier gibt. Dass man einfach sagen kann, okay, ich packe hier ein Lager hin. Und dann wird das alles gelagert, aber zwischengelagert. Ist halt die Frage, kriegen wir das hin, dass wir das hier was hintransportiert wird und wir das hier abholen? Ich glaube nicht, ne? Probieren wir einfach mal was anderes aus. Das reicht halt auch schon bis dahin. Das ist halt auch wieder so ein Ding, ne? Also. Das ist auch im Grunde nur ein Schwein-Error-Ding. Deswegen benenne ich jetzt auch erstmal überhaupt nicht. Nur ein Benz. Zuweisen. Okay, Produktion startet. Jetzt wird es auch dahin geliefert. Alles klar. Oh, dann ist das einfach so ein Ding, das fällt einfach hin und her. I don't give a damn. Hauptsache die Transportproduktion funktioniert. Ähm.
Jetzt müssten wir halt nur gucken, ob das jetzt eh auch gleich weiter mit abtransportiert wird. Ist ja eigentlich auch automatisch. Das Gute, dass wir das jetzt angefangen haben, ist, dass wir dann auch so viel Plus haben, also so viel Potenzial haben, damit wir, dass wir das Ganze dann halt, was wollte ich denn jetzt sagen, dass wir halt so einen Puffer haben an Geld, dass wir so ein Geld baden, dass wir auch größere Strecken, größere Projekte und so weiter in Angriff nehmen können und das ist sehr nice. Ja. Wo ist denn jetzt das nächste Holzschiff hier? Das hier kommt vor allem. Ist am Arsch der Welt scheinbar, oder? Oh, dann machen wir es einfach. Sind wir mal tricky und schicken das zurück bei das Leben Nord. Perfekto. Dann können wir nämlich auch das da schon mal ein bisschen was losschicken und so weiter. Ich glaube, wir brauchen mal ein paar mehr Schiffe. Ja, wie gesagt, in der nächsten. Okay, ich muss erstmal gucken, wie viele Städte haben wir überhaupt. Also, wir haben ein ordentliches Plus, also Geld hier, ne? Gar kein Problem. Liste der Städte ein- und ausblenden. Wir haben ein paar Städte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Heißt, in der nächsten Folge wird es ein Speedbuild geben. Das Ganze in normaler Geschwindigkeit. In der wir dann halt alle Städte miteinander verbinden, von der Straße, was straßenmäßig das so betrifft, damit wir halt auch so ein bisschen mehr die KI mit Fahrzeugen rumfahren lassen, was ja eigentlich normal gewesen wäre. Und mal schauen, was wir dann in der darauffolgenden Folge machen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir hier weiterbauen Richtung halt hier eine Verbindung nach Niederwörresbach machen und dass wir von Niederwörresbach über Sigrön nach Steinwenden fahren, fahren, genau, dass wir da die Verbindung knüpfen. Ja, mal schauen. Also, oder hier, also wir haben ja jetzt ordentlich die Möglichkeit, wir haben ordentlich Puffer, wir können auch große Bauprojekte machen mit Tunnel und so weiter. Ja. Und eventuell, mal schauen. Eventuell geht das dann auch weiter mit anderen Zügen hier. Also gut, wir haben halt für Züge und so weiter den Ausbau haben wir jetzt nicht wirklich das Geld. Noch nicht, aber das wird ja in der nächsten Folge auch nochmal ein bisschen dazukommen. Haben wir jetzt das erste Holzschiff eigentlich schon hier gehabt? Nee, ne? Ja, wo ist denn das Holzschiff hin? Doch einen zurückgeschickt. Oder bin ich blöd, hä? 75, da passen 99 rein, ne? War doch so, 99 passt den, glaube ich, hin. Easy going, okay, das heißt, das. Das ist schon ein sehr hoch stark frequentiert. Heilige Scheiße. Das ist ja eine Produktion von Scheiß die Wand an. Holy shit. Da passen auch 150 rein. Also, puh. Das geht jetzt hier aber richtig ab. Eitrach hat auch eine gute Verbindung. Okay, das geht halt runter, aber ist ja auch irrelevant. Was ist denn jetzt gerade die größte, die bevölkerungsreichste Stadt? Bevölkerungsreichste Stadt ist Horbruch. Gucken wir uns einfach mal Horbruch an. Gott, oh Gott. Ja, Horbruch ist groß. Horbruch wächst. Und Horbruch hat auch bisher die einzige Verbindung in eine nächste Stadt. Das heißt, wir werden noch ein paar. Ja, gut, das ist halt die erste und einzige. Ja, läuft.
2 Millionen, okay, hier Bretter, da ging es auch noch nicht wirklich los. Das ist auch irrelevant. Kunststoff, Schiff ist halt, geht halt auch noch nicht los. Linie 1 ist ja auch irrelevant. Das ist ja eigentlich nur, um die Produktion da oben loszutreten. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch sehe ich in dem nächsten Video wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.